Servus zusammen, salve a tutti. Es ist Freitagabend, wir haben eine Höllenwoche hinter uns. Wir hatten die FED, wir haben die EZB, wir haben heute den großen Verfalltermin. Es ist einiges passiert. Und bevor ich mich aber jetzt hier im DAX verliere, ganz kurz Folgendes. Das wird der letzte DAX-Film für dieses Jahr. Ich habe genug gemacht und ich rechne damit, dass die Umsätze zwar insgesamt geringer werden, aber es können dennoch ein paar heftige Bewegungen noch kommen, eben weil die Umsätze geringer werden. Ich möchte die nächsten, also mal mindestens 20 Tage bis in den Januar rein, nutzen, um Einzelanalysen zu machen für Aktien. Ich soll sagen, zum Beispiel packe ich Adidas, Puma, Nike zusammen, ja, oder BMW, VW, Daimler, vielleicht noch die Daimler Truck dazu, so Geschichten. Ich möchte nur noch in den nächsten Tagen, und da mache ich wahrscheinlich ein bis zwei Filme pro Tag, nur Einzelanalysen machen. Kurz, mittel und langfristig. Mit genannten Scheinen, mit wichtigen Punkten, diesen Make-or-Break-Lines. Das ist mir wichtig. Ja. Ich möchte jetzt einfach mal, ich habe heute fast alles geschlossen. Ich habe eigentlich alles geschlossen. Nein, stimmt nicht. Ich habe noch eine kleine Position in Warta. Aber ansonsten habe ich alles geschlossen, damit ich mich darauf konzentrieren kann. Die werde ich auch teilweise während des Tages machen. Ich werde die zuversichtlich nicht auf Finanzen.net oder LinkedIn oder sonst wo reinstellen, sondern nur auf YouTube und auf Facebook, dass ihr das wisst. Und da findet ihr mit Sicherheit die eine oder Aktie von euch. Ich hoffe, dass die Filme nicht länger werden als 10 Minuten, vielleicht 12, dass ich für jeden Wert 4 Minuten habe. Nur, dass ihr das wisst. Und dann habe ich noch eins gemacht. Und zwar meine sehr guten Bekannten, meine Kumpels, die Trading Brothers, die haben auf ihrem Kanal, haben die vor einigen Tagen einen Film reingestellt. Herausragende Trades für Winter 2023. Da stellen die 30 verschiedene Investitionsmöglichkeiten da, die einen, ja, für den Winter gelten. Sagen wir es mal so. Also auf der dauert ewig lang, der Film. Zwei Stunden und drei Minuten. Ja, das würde ich mir auch nicht anschauen. Da werde ich verrückt bei. Aber ab Stunde 1,58 erklärt der Arne Elsner, worum es geht. Denn die haben bei sich eingebaut, wenn man das bis zum 17., das ist also der Sonntag, das kauft, ich zeige euch gleich, was es ist, bekommt man einen 20% Rabatt. Jetzt habe ich aber mit denen gehandelt. Ich habe gesagt, das geht so gar nicht. Und das sieht dann so aus, wenn man auf die Homepage von denen geht, ja, tradingbrothers.com, und dann auf den TB Shop. Und dann kommt man in diesen Shop rein und das hier sind die verschiedenen Pakete, die man hat. Gut, Herbst ist vorbei, Sommer ist vorbei. Es geht um dieses Paket, Strategie-Winterpaket. Wenn ihr da drauf, das kostet tatsächlich, also rund, ich runde jetzt mal, 800 Euro. Aber, und jetzt kommt's hier, wenn ihr weiter zur Kasse geht und holt euch das Ding und gebt hier unten unter Gutscheincode vorhanden folgende Code ein. Winter, egal ob groß oder, ich glaube klein geschrieben, Winter minus S. Guckt mal auf die Zahl hier. Dann sind es nicht 20, dann sind es 25%. Ja, dann sind es genau 200 Euro weniger. Das sind Strategien, die seit Jahren auf Herz und Nieren getestet haben. Ihr wisst ja, es gibt unter meinem YouTube-Film gibt es immer noch die Möglichkeit, bis Ende Januar sich das anzuschauen, was sie da haben, in die Bibliothek reinzugehen und was auch immer man da machen kann und will. Und immer noch kostenfrei, das haben sie mir also zugestanden. Und jetzt könnt ihr also dieses Paket dann auch noch kaufen mit 25% Rabatt. Guckt euch an, vielleicht ist das was für euch. Und jetzt gehe ich zum DAX. Also, ich war gestern Abend war ich beim VTHD in Stuttgart. Ich bin irgendwann morgens losgefahren und dann kommt natürlich, wie immer, ich bin nicht da. Die lachen mich aus auf Facebook, sagen, ja, danke, ich sage denen hier, ich bin jetzt weg und ich komme dann und dann erst wieder für, was weiß ich, zwei Stunden oder einen Tag oder sieben Wochen. Die freuen sich immer. Oh, danke für die Wolla. Ja, was passiert? Wolla, jawohl. Ja. Nicht beim FED-Tag, sondern bei der EZB, beim EZB-Tag. Ja, kam wieder die Wolla rein. Ich finde, auf den ersten Blick, den habe ich reingezeichnet schon das letzte Mal. Das ist dieser Trendkanal. Da haben wir heute genau drauf aufgesetzt. Ja. Und heute, also heute ist das Tief bei 16.690. Wir handeln momentan bei 16.761. Schön soweit. Es ist das erste Mal heute passiert, dass der Oszillator ein Verkaufssignal generiert. Das erste Mal seit, hier galten wir jetzt überkauft, das war am 3.11., also ganz grob 6 Wochen. Heute das erste Mal hier drunter. Erst jetzt kann man es ernst nehmen.
es muss nicht unbedingt ein Trendkanal sein, ihr könnt es auch als ganz normalen Trend sehen, hat noch gehalten. Ja, noch ist er da. Ich sage mal, wenn wir hier sind, also unter dieser Kerze, 16.659 gilt er als gebrochen. In der Zwischenzeit steigt die 20-Tage-Linie um rund 32 Punkte pro Tag. Heute ist sie bei 16.368, also am Montag ist sie dann bei 16.400. Das ist eigentlich vor dem Hintergrund von dieser Abschwächung des Trendfolgers MACD. Mache ich ja die Faden kurz raus. Wir haben ein Verkaufssignal über die moderne Sichtweise. Wir kommen an ein Verkaufssignal über die traditionelle Sichtweise. Wir haben ein Verkaufssignal über die Stochastik. Ich denke, der Markt ist reif nach dieser Bewegung hier von, wo ist denn jetzt überhaupt das Fadenkreuz da? Nach dieser Bewegung hier von 14.623 bis hier hoch, wir waren auf 17.000, ist der Markt reif für eine Korrektur. Diese Korrektur wird nicht so besonders stark ausfallen, also das glaube ich zumindest nicht, aber es reift. Hier jetzt nochmal Longs einzugehen, halte ich für gefährlich. Ich glaube, dass gerade am gestrigen Morgen sehr viel von den Shorts gegrillt wurden. Auch vermeintlich sichere Puts wie Basis 16.970 oder sowas, das hatte ich nämlich auch, die wurden gestoppt. Ich habe es allerdings so gemacht, dass ich am Mittwoch vor der FED gesagt habe, da waren wir bei 16.750, habe gesagt, ich mache das Ding jetzt zu, habe es zugemacht mit erheblichem Verlust, ich war die Short von 16.411, dann ist das Ding hochgestiegen abends auf 16.900 Schnibbeldiwau, irgendwo da. Und ich habe dann 150 Punkte höher eine andere Position aufgemacht mit der Basis 17.400. Und die haben dann gestern während des Tages, haben die alles reingeholt an Verlust, den ich vorher hatte. Die gesamten Aktienpositionen, bis auf den kleinen Zeug noch in Warta, habe ich geschlossen. Nochmal, weil ich will einfach die nächsten zwei Wochen mal Ruhe haben. Ich will mich auf Weihnachten vorbereiten, die Kinder kommen. Ich will einfach mal Ruhe haben vom Handel. Mach aber die Analysen. Und um da die Ruhe zu haben, will ich keine Position haben. Das ist also der Hintergrund. So, zurück zum DAX. Ich rechne damit, dass wir hier die 20-Tage-Linie sehen. Ob die dann bei 16.400 liegt oder 16.430, 60, 90, das weiß ich nicht. Aufgefallen ist mir in dem Zusammenhang, dass wir von dem Tief hier, jetzt mach ich es mal hier rüber, bis zum Ende. Wo steht denn das? Hier weniger bis zum Ende. Da. Dieses hier, 16.101, wäre eine Bewegung bis zum 38er Retracement. Da bin ich mir gar nicht so sicher, dass wir das sehen. Rechnen tue ich tatsächlich mit der 20-Tage-Linie vielleicht ein bisschen tiefer. Und zwar habe ich das mal verglichen mit dieser Bewegung hier, die wir hatten. Die erste Bewegung im Oktober 2022. Wenn ich hier mal, ich mache das mal größer, die Fibos anlege, ist nämlich das passiert, was oftmals nach solchen Bewegungen passiert. Ich lege es jetzt hier nur bis zum Hoch. So, wir haben überhaupt nicht das 38er gesehen. Diese lange Aufwärtsbewegung ist so, was weiß ich, bis zum grob 30er gegangen, wenn man es genau nimmt. Irgendwo da, vielleicht 28er. Die hat das 38er nicht gesehen. Und das hängt damit zusammen, dass es sind viele Shorts, auch wenn ich meine, dass gestern doch eine ganze Menge gegrillt wurden. Ja, tut mir leid für diejenigen, die da irgendwo größere Short-Positionen hatten. Aber das ging so schnell. Ich bin mir relativ sicher, dass der Markt sauberer ist, dass nicht mehr so viele Shorts bestehen. Wenn man in die Journal schaut, in die Presse, sieht man also auch Aktien und alles positiv und überhaupt wird nie wieder schwach. Also auf einmal dreht sich das Bild ganz heftig. Und das ist nämlich oftmals der Fall. Auch hier, Leute, die hier short waren, die haben Ewigkeiten gewartet, da kamen sie endlich mal mit 50 oder 100 oder 150 Punkten plus raus. Dann sind die froh, wenn sie damit rauskommen. Deswegen unterstützen die den Markt. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche, was uns hier erwartet. Zack. Ich glaube nicht, dass wir bis zum 38er fallen, 16.100. Ich kann mir vorstellen, in einer Bewegung, die in der nächsten Woche oder heute oder gestern schon gestartet hat, in der nächsten Woche die 20-Tage-Linie sehen, vielleicht ein bisschen tiefer. Ich glaube nicht, dass wir auf die 16.000 gehen, das glaube ich nicht. Das heißt, ich bin nicht bereit, den Markt hier momentan long zu kaufen. Wir haben die 17.003, war glaube ich das Hoch, wenn ich mich recht entsinne.
ich möchte den nicht kaufen, ja. Ich bin tendenziell eher schwächer gestimmt, aber eher moderat. Hier so 13.000, 16.370, 16.400, je nachdem, wird ein paar Tage dauern. Normalerweise nach so einer Woche und insbesondere nach einem großen Verfall ist es so, dass der Montag nochmal ein paar verrückte Bewegungen bringt. Den Kasper der Woche, ich nenne es ja mal wieder so, den hat sich, das will ich auch kurz erwähnen, bevor ich nochmal in den DAX gehe, den hat sich die MTU verdient. Also das hier war die Bewegung von, jetzt muss ich schauen, Freitag, Donnerstag, vom Dienstag. Ja, und jetzt mal ganz kurz mal gezeigt auf einer Viertelstundenbasis. Dienstag. Hier. Da gab es keinen Grund für, gar nichts. Da gehen sie von 186 runter auf 173,60, um dann wieder zu steigen, nicht nur das Gap zu schließen, sondern auch drüber zu gehen. Sowas ist für mich der Kasper der Woche. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die Börse genauso lange machen wie ich, sogar noch länger, 40, 45 Jahre. Die haben gesagt, es gibt schon leichte Tendenzen, die ähnlich sind wie beim neuen Markt. Morphosis ist so eine Geschichte. Oder halt jetzt MTU. Da muss man schon aufpassen. Ich bin nach wie vor super skeptisch. Ich glaube nicht, Zinspeak hin oder her. Ich glaube nicht, dass hier die Bäume noch weiter in den Himmel wachsen. Diese Bewegung war von mir nicht gesehen, nach wie vor, aber auch von den meisten Leuten und auch von wirklich guten Chartisten, die ich kenne, die hervorragende Arbeit leisten über Jahre. Da ist der Frust ein bisschen groß, weil, sagen wir mal so, ab hier hat man diese 1000 Punkte, die letzten 1000 Punkte haben die wenigsten gesehen, ja. Glückwunsch an alle, die das gesehen haben. Ich habe es nicht. Und da muss man teilweise auch noch die richtige Aktie erwischen. Ich habe folgende Scheine, die muss sich ändern. Und zwar, ja, ich bin der Meinung, dass wir tendenziell eher ein bisschen runtergehen. Ich habe einen Call bei 16.203. Das ist über der 200-Tage-Linie, aber oberhalb, wo habe ich denn jetzt? Das muss ich die Fibos nochmal ranlegen. Moment. Nochmal zu den 16.106. Hier sind die Scheine. Das hier, 16.203, sind wir unterhalb der 20-Tage-Linie, etwas oberhalb vom 38er. Das gucke ich mir aber erst dann an. Wenn wir so um die 20-Tage-Linie sind, schaue ich, was der für Momentum aufbaut. Ich habe nach wie vor den 15.986er, da sind wir unterhalb des 38er. Wo muss man schauen, wie lange der jetzt dafür braucht. Nochmal, ich gehe davon aus, dass wir eher mal so ein bisschen Luft ablassen. Der Verfalltermin ist rum. Dann habe ich diesen Put neu eingebaut, 17.503, weil der andere hatte einen zu großen Hebel. Der ist auch dann letztendlich genockt worden bei der Bewegung auf 17.003. Ist der genockt worden? Das war der, den ich auch hatte, den ich getauscht habe. Hier haben wir jetzt also 17.503, sind wir deutlicher hier oben als, na, möchte ich sagen, gemütlicher, aber als eine ruhigere Option. Und ich bleibe bei dem 17.223er, der hier näher dran liegt. Das ist also der zum Spielen. Gut, also wie gesagt, ich mache keine DAX-Filme mehr, ich mache die Einzelaktien. Ich schreibe genau drauf, welche Aktien in welchem, also auf die Thumbnails, da sind. Ich werde versuchen, alle 40 DAX-Werte zu nehmen, wobei da ein paar dabei sind, die habe ich in meinem Leben noch nie gehandelt. Muss ich mal gucken, ob ich die nehme. Vielleicht werden es auch nur 30, weiß ich nicht. Dazu kommen aber auch dann oftmals die amerikanischen Pendants. Es kommen aber auch so Sachen wie Vata, fand ich sehr scharf diese Woche. Dazu kommt sowas wie Airbnb oder Nestle. Gucke ich halt mal rein. Also ich gehe davon aus, das werden 3 Werte pro Film. Und dann bin ich irgendwo so bei, sagen wir mal, 20 Filmen, dass ich so 60 Werte abdecke. So stelle ich es mir vor. Und nochmal, ich stelle es nur auf YouTube rein, auf Facebook. Dann, wenn ihr es nicht verpassen wollt, müsst ihr einfach mal gucken oder ihr macht das Abo oder wie ihr wollt. Für diejenigen, die sich das nicht anschauen, ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnacht. Passt auf euch auf. Und stellt die Waage zurück, ja, minus 5 Kilo, bevor ihr in die Weihnachtsfeiertage geht. So mache ich das. Ja. Vielleicht mache ich auch 8. Ich weiß ja, wie ich koche. Mal gucken. Und ansonsten sehen wir uns bei den Einzelwerten ab nächste Woche. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.